Und dann sagte eben einer von denen, nein, die sind es nicht, da drüben sind die. Und zeigte mit dem Finger auf unsere drei Kollegen. Und das ist von vielen Zeugen bestätigt und sind dann gezielt auf die drei los und haben die in mehreren Wellen übelst zusammengeschlagen. Und beim Kollege Andreas Ziegler war es eben auch so, wurde wahrscheinlich bewusstlos, war auf dem Boden gelegen. Und auch also wurde bewusstlos geschlagen und auf dem Boden liegend kamen die dann und haben nicht von ihm abgelassen. Und immer wieder Tritte auf den Kopf, Schläge auf den Kopf.